Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikops. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon, vor allem die, die bei mir bei Twitter und Facebook folgen, aber auch wahrscheinlich alle anderen, außer ihr lebt unter einem Stein. Austin Lion ist gestern erschienen. Hier links seht ihr es schon im Mac App Store. Fett oben natürlich steht es. Austin Lion Download Today. Dort könnt ihr einfach draufklicken und dann seht ihr schon, das Ganze hat schon grandiose 3642 Bewertungen. Unglaublich. Die meisten davon 5 Sterne. Also auf jeden Fall, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe es natürlich hier selber schon drauf. Ihr seht hier den Hintergrund, das Launchpad, hier das neue Scrollen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das ist auch da. Das könnt ihr auch wieder deaktivieren. Könnt ihr euch hier alles dazu durchlesen. Ihr seht auch hier, ich habe es schon installiert. 23,99 kostet das Ganze. Am besten ladet ihr es über technikops.de. Da können wir mal ganz kurz hingehen. Hier einmal eingeben, bla bla, zack. Und dann findet ihr hier einen Button. Dort klickt ihr einfach drauf. Und dann passiert das hier. Ihr werdet hier auf die Seite weitergeladen und automatisch startet das dann euer Mac App Store hier. Könnt ihr es kaufen zum selben Preis, gar kein Problem. Und ich kriege dann halt eine Minimalbeteiligung. So könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen. Ja, also Line, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. 24 Euro für so ein geiles Upgrade ist wirklich geschenkt, mehr oder weniger. Bei allen Macs, die ihr ab gestern kauft, sprich dem 20. Juli 2011, ist Line auch immer mit dabei. Und für alle, die einen Mac am Ka Tag der Keynote oder danach gekauft haben, die können Line sich gratis holen. Die Keynote war, glaube ich, am 6. Juni oder 6. Juli, ich weiß nicht genau. Ich glaube, 6. Juni war es, ne? Dort könnt ihr alle, die es da, einfach mal bei Apple anfragen. Da kriegt ihr einen Code, wo ihr Line gratis kriegt. Und ich glaube auch alle Mac-Entwickler kriegen, also die, glaube ich, die Golden Master geladen haben, die kriegen auch Line gratis. Also Apple verschenkt hier mehr oder weniger das Ganze. Will natürlich, dass alle umsteigen auf das neue System, das natürlich wirklich einige Verbesserungen bietet. Welche könnt ihr hier einfach, klickt ihr mal auf Website von Apple und kommt dann hier direkt auf die entsprechende. Oh, das könnte man noch mal fixen. Warum geht die nicht hier? Mac OS X, das muss sie doch sein. Ach hier, da war ein Tippfehler drin. Das muss Apple aber noch mal überprüfen. Hier, da stand Max OX, also Mac OS X ist natürlich apple.de/macOS X. Und dann kommt ihr hier auf diese Seite und dann seht ihr hier alles, was neu ist. Seht hier die Top 10 Features sind, glaube ich, hier aufgelistet und könnt ihr hier unten aber auch alle 250 und mehr. Dazu habe ich aber auch ein Video gemacht. Könnt ihr mal gucken unter meine Top Features in Lion. Und ja, dann könnt ihr Lion kaufen. Es ist jetzt da. Das Ganze gibt es über einen Mac App Store, wie gesagt. Es sind 3,5 GB hier, 3,49 hier steht's. Hat bei mir eine halbe Stunde gedauert, aber ich habe auch VDSL 50. Die Server haben sehr, sehr gut gehalten. Ich habe von einigen wenigen gehört, dass es langsam oder nicht so gut geht oder gar nicht. Aber das ist wirklich, glaube ich, nur der minimale Bruchteil. Und ich habe auch gehört, dass manche es über ihren iPhone als Hotspot laden. Das kann natürlich wirklich ewig dauern, ist auch klar. Das ist ja auch minimalste Leistung. Dann dreht euch die Mobile nach 300 MB den Hahn runter. Also vergesst das völlig. Ihr könnt auch in Apple Store gehen und da sagen, ich will mir Line runterladen. Wurde ja erwartet bis August, dann gibt es das Ganze auch überraschenderweise auf einem USB-Stick. Leider dann, oder war eigentlich klar, einiges teurer. Ich glaube 59 Euro. Das ist wirklich erheblich teurer dann. Ja, das ist dann, Apple will natürlich, dass ihr es über den Mac App Store ladet. Das ist Apples Zukunft und Apple braucht natürlich eure Daten. Also ladet es über den Mac App Store, spart Geld und dann könnt ihr es auch immer wieder gratis runterladen, denn ihr habt es dann hier unter der Purchased List und ihr könnt es auf alle eure Macs verteilen, sprich einmal kaufen, auf allen Macs installieren, gar kein Problem. Ihr müsst euch nur mit derselben Apple-ID einloggen. Hier also gar kein Problem. Es gibt keine Möglichkeit, während der Installation einen Clean Install zu machen, sprich also, dass man sagt, okay, ich möchte mal während der Installation mal ein System formatieren und dann komplett neu aufsetzen. Ich habe das hier gemacht, aber über Umwege. Ihr könnt es über zwei Wege machen. Über den ich es gemacht habe, musste ich machen, weil ich keinen DVD-Rolling hatte und auch keinen größeren USB-Stick. Ihr könnt Line installieren und dann wenn es fertig installiert ist, alles drauf ist, euren Mac neu starten und dann von dem Recovery-System, das Align dann anlegt, booten und dann könnt ihr dort ins Festplattendienstprogramm gehen, alles formatieren und dann Line neu drauf installieren. Das ist dann gar kein Problem. Das habe ich gemacht. Oder ihr geht, dazu gibt es auch einige Videos und bei Google Artikel gibt einfach mal ein OS X Line Clean Install. Da findet ihr auch Anleitungen. Ihr könnt das Ganze dann dieses Image auf einen USB-Stick packen
über das Festplattendienstprogramm und dann bei der dann von diesem USB-Stick oder DVD booten und dann das Ganze formatieren und so, wie ich es gemacht habe. Also es geht, aber es ist über Umwege, ist nicht so geplant, das Ganze ist ein Upgrade. Ihr werdet auch eure Daten nicht verlieren, wenn ihr alles neu installiert. Wie gesagt, das geht nur über Umwege, sozusagen eure Daten zu verlieren. Es kann sein, dass einzelne Programme nicht funktionieren, aber im Großteil funktionieren mittlerweile schon alle. Und die, die dann noch nicht funktionieren, die werden höchstwahrscheinlich in nächster Zeit auch upgraded. Also hier gar kein Problem. Ja, es gibt ein paar Sachen, die ihr euch umgewöhnen müsst bei Line oder könnt. Ihr könnt es auch alles, das meiste wieder rückgängig machen. Müsst ihr dann einfach mal die Einstellungen ein bisschen durchforsten. Zum Beispiel sind das so Sachen wie hier mit dem Scrollen. Das ist jetzt genau umgekehrt. Das seht ihr hier. Das ist jetzt genau umgekehrt. Das könnt ihr einfach wegmachen, indem ihr dann hier diesen Haken entfernt und schon ist es wieder normal. Und so ein paar andere Kleinigkeiten gibt es noch. Dazu mache ich vielleicht nochmal ein Video. Das war es jetzt erstmal von diesem Video. Line ist draußen endlich. Ihr könnt es euch laden. 24 Euro im Mac App Store oder auf technikups.de, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kommt das Auto. Tschüss.